und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute eine DM-Haul-Review für euch. Also ich zeige euch wieder Sachen, die ich mir bei DM gekauft habe, aber sage euch direkt dazu, wie ich die Sachen finde, da ich sie halt schon ausgetestet habe und euch eher eine Kaufempfehlung geben kann oder eben nicht. Und ich habe da ein paar ziemlich interessante Produkte dabei und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Als erstes habe ich hier ein Deo, das ist von Hydrofugal, das Antitranspirant-Spray, das so aussieht. Und ich habe euch ja schon in meinem Rossmann-Haul mein allerliebstes Deo gezeigt. Das Video werde ich euch nochmal hier verlinken. Und ich hatte mir das zuerst gekauft, weil ich eigentlich mal was anderes ausprobieren wollte. Und habe es dann wie so oft bereut, wenn man was Neues ausprobieren will, obwohl man eigentlich schon so seinen heiligen Gral gefunden hat. Und ja, ich finde das sehr schlecht, weil es nicht gut hält und vor allem auch noch diese weißen Spuren hinterlässt an den Kleidungsstücken. Als nächstes habe ich dann jetzt hier eine Maske. Davon hatte ich zwei, deswegen zeige ich euch die, die ich noch nicht benutzt habe. Das ist von Schebens die Totes Meer Maske. Reinigt intensiv gegen Pickel und Mitesser. Und ich finde die eigentlich immer ziemlich gut. Ich gönne mir die so ab und zu mal, obwohl ich eigentlich meistens mir selber eine Heilerde-Maske anrühre. Aber wenn ich mir eine kaufe, ist es meistens diese hier. Und ich finde die wirklich gut, auch so bei unreiner Haut und so weiter, wirkt die echt ganz gut. Dann war ich so lange auf der Suche nach einem Creme-Lidschatten, der auf meinen Augenlidern nicht umherrutscht. Ich habe nämlich Schlupflider und dann ist es nicht immer so einfach, was zu finden, was sich nicht da irgendwie verkriecht und hin und her rutscht und so. Dann habe ich bei Manhattan jetzt diesen Eyemazing Eyeshadow. Das Eyemazing Eyeshadow Cream, die Eyemazing Eyeshadow Cream, die glaube ich. Das ist die Nummer 5110 Naughty Nude und das ist so ein Champagner-lila-stichiges, silbriges, schimmriges Ding. Ich kann die Farbe absolut nicht beschreiben, mit leichtem Rosé-Einstich. Ich finde den super schön, das mit so einem Applikator. Und die hält auf meinen Augen wirklich gut. Allerdings muss ich die so schichten, weil die nicht so ganz sauber im Auftrag ist. Mehr so ein bisschen fleckig. Aber in zwei Schichten sieht sie wirklich super aus. Dann habe ich als nächstes einen Nagellack und zwar von Essence aus dieser I Love Trends Nail Polish Reihe. Und zwar ist das von diesen The Darks. Das ist die Nummer 20 Turn On Black. Und das ist mehr eigentlich so ein Anthrazitton und gar nicht wirklich schwarz. Ich habe den auch heute auf den Nägeln und ich finde den total schön, weil der so einen ganz, ganz feinen, schimmrigen Touch hat und gefällt mir wirklich echt gut und die halten immer so 3 bis 4 Tage. Dann etwas, in das ich mich total verliebt habe. Und zwar rutscht auch Concealer auf meinem Gesicht immer so ein bisschen hin und her. Auch gerade unten in diesen kleinen Augenfältchen setzt sich das bei mir sehr schnell ab, weil ich so viele von diesen Lachfältchen habe und ja. Ich habe die schon immer und das setzt sich da halt ein bisschen leichter drin ab. Und jetzt habe ich von Catrice diese Liquid Camouflage in der Nummer 010 Porcelain und die ist so gut. Ich liebe die. Es ist der Wahnsinn. Die bleibt genau da, wo sie sitzen soll. Die Deckkraft ist der Hammer und die Konsistenz ist mega. Die ist nicht zu fest, nicht zu flüssig. Ich liebe das und falls ihr noch einen tollen Concealer sucht, müsst ihr euch den mal anschauen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob ich euch schon mal von Essence die All About Bronze Eyeshadow Palette gezeigt habe, die ich mir schon mal gekauft habe. Ich meine nämlich nicht. Und da gefällt mir wirklich gut, dass die Lidschatten so schön buttrig sind. Man kann sie super verblenden und so. Leider krümeln sie so ein bisschen auf dem Auge, also nach unten, wenn man sie schminkt. Deswegen sollte man erst das Auge schminken und dann die Foundation oder den Concealer benutzen. Aber ansonsten sind das so wunderschöne Farben. Ich hatte jetzt mehrere Monate lang eine ziemlich trockene Haut, so im Sommer und sowas gerade, und hatte mir dann von Balea diese Tagescreme mit Urea angeschafft und die hat so super auf meinem Gesicht funktioniert. Ich habe die bis auf vor einer Woche auch noch immer so benutzt, noch jetzt ab und zu benutze ich sie immer noch, aber meine Haut neigt jetzt durch den Herbst und durch diese Wetterumstellung wieder mehr dazu, eher schlechter zu werden und fettig. Und ich habe mir jetzt von Balea die feuchtigkeitspflegende Tagescreme für normale Mischhaut geholt und die jetzt erstmal ausprobiert. Und das funktioniert wirklich viel, viel besser als diese super Feuchtigkeitsbombe auf meiner fettigen Haut. Ist das jetzt nicht so eine gute Kombination. Und ja, ich finde die Balea Tagescreme allgemein wirklich sehr, sehr gut und ich kann euch die mit Urea für trockene Haut und die hier für fettige Haut wirklich sehr empfehlen. Dann hatte ich mir von Yopi, ich glaube, so heißt diese Marke. Und ich habe hier die Richtung Paradise Glam. Und
die sind immer so total süß, diese Flakons, finde ich. Und die halten so lange. Das ist nämlich auch Eau de Parfum und nicht Eau de Toilette. Und mir gefallen die ganzen Geruchsrichtungen richtig, richtig gut. Und falls ihr wirklich günstig ein tolles Parfüm haben wollt, dann guckt mal bei diesen Yopi Parfüms. Die sind wirklich echt top. Ich liebe die. Und als letztes Produkt habe ich dann etwas von Treacle Moon. Und zwar das neue Sweet Apple Pie Hugs. Das ist das Duschgel hier. Und ich bin ja so ein kleiner Treacle Moon Fan. Ich habe, glaube ich, jede Sorte, die es gibt, zu Hause auch in klein und in groß und aufgebraucht und immer noch da. Und ich war so gespannt auf das, weil ich wirklich Äpfel so liebe. Und das riecht richtig gut. Ich liebe das. Wirklich, es ist so, 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 so schön. Ich bin so ein Duftmensch. Wenn etwas gut riecht, bin ich immer gleich viel glücklicher. Ich weiß auch nicht. Oder wenn jemand gut riecht, dann mag ich den irgendwie richtig gerne. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber seid ihr da auch so? Also mögt ihr prinzipiell irgendwas, wenn es wirklich richtig, richtig gut riecht, lieber als etwas, was eigentlich genau das gleiche ist? Ich weiß nicht mal, ob die Frage jetzt wirklich Sinn macht. Egal. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass ich euch diese Geruchsrichtung hier total empfehlen kann. Und ja, falls ihr solche Geruchsmenschen seid wie ich, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an und schnuppert da mal dran. So, meine Lieben, das war jetzt meine DM-Haul-Review. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch jetzt gleich nochmal meine beiden letzten Videos verlinken. Das war eine Morgenroutine und irgendein anderes Herbstvideo. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß dabei, falls ihr da auch noch vorbeischaut. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dann. Tschüss.